Zweikampfsofa. Wir spielen zusammen. Herzlich willkommen zum Zweikampfsofa. Wir spielen Destiny und jetzt tatsächlich im Koop, weil die ersten Folgen waren irgendwie Charaktererstellung und man konnte noch nicht mal mit seinem Partner zusammenspielen, sondern musste das alleine durchziehen. Dann musste man erstmal in seinem Hub rumlaufen und im Prinzip sich Missionen abholen. Aber jetzt sind wir tatsächlich in der allerersten Mission. Wir sind zu zweit. Ich gucke mal, wo ist mein Kompagnon? Da, das Mädel mit dem nicht vorhandenen Gesicht, mit der Stahlrüstung. Okay. Ja, von mir aus kann es jetzt losgehen. Ich weiß zwar nicht, wo wir hin müssen, weil ich sehe gar keinen Wegpunkt gerade. Ja, so. Geradeaus. Das kleine Radar. Ja, aber nur das Radar. Auf dem sonstigen. Oder ist das Norden? Sonstigen Stream. Da steht einer. Was? Da hinten. Yep, da hüpft er schon. Na, er bewegt sich sogar. Ja, weil ich auf ihn geschossen habe. Ich war ja gemein. Erkunde die Absturzstelle. Untersuche die abgestürzten Hüter. Hüpf. Renne weiter her. Du als Zauberer. Ja, ob das die schlauste Idee war, weiß ich auch nicht, aber. Ist das ein Einzelschuss hier oder was? Ach ja, du hast ja eine Waffe ausgewählt, die du auch noch kennst. Ja, das ist ein Einzelschuss, ja. Cool. Dann habe ich meine Auswahl ja richtig gemacht. So, Was jetzt? Weiter geht's. Jetzt geht's in diese Richtung hier. Achso, du bist der zweite Punkt auf der kleinen Karte. Okay, man muss seine Minimap im Auge behalten. Okay, da sind die nächsten Dudes. Okay, ich brauche eine Knarre, das war deutlich. Du auch? Ah, Geist einsetzen. Ja, machen wir mal. Wir weitermachen oder machen wir? Ja, du machst das jetzt gerade. Die Bordelektronik ist komplett hinüber, aber ich kann die letzten Übertragungen rausholen. Der unser kleiner Roboter ist nicht so witzig wie Claptrap. Claptrap? Ja, das ist ein anderes Game. Ach was? Deutlich. In den Tunnel. Das sollten wir uns ansehen. Oh, mit Tunnel. Ich bin auch beim Geist, oder wie? Ja, ich wollte mir die Gegend angucken, habe aber leider feststellen müssen, dass das andere da auch irgendwie die Gegend gerade erkunden wollten. Okay. Aua. Schieß auf dich und triff mich, danke. Ja, lustig ist das nicht mehr. Warte für euch. Ja, meine war zu kurz geworfen. Irgendwie habe ich noch nicht raus. Da bin ich wieder. So richtig, wie ich die werfen muss. Das ist genau hier lang. Hier. Du stehst davor. Ja, ich weiß. Ich gucke mich nochmal um, ob da nochmal irgendwie ein böser, wilder Watze ist. Kommt her zu mir. Ich mache euch Platz. Was? Wie mache ich mein Scheinwerfer? Dein Scheinwerfer? Was hast du denn da gefunden, Schatzi? Eine Kiste. Krieg ich die auch noch? Oder? Ach, guck mal, geil, das ist geil. Die Kiste war mir noch voll. Yay. Yeah. Sag mal Bescheid, wenn du Kisten findest, da. Oh. Du auch, bitte. Ich muss mal kurz ins Menü. vergiss es. Ich bin kein Level 3. Sind wir falsch abgebogen oder so? Nein. Er sagte gerade, wir sollen nach oben. Ja, hier lang müssen wir erstmal. Sagt er das, ja? Zeigt mir Wegpunkte an. Tatsächlich. Hallo, fahren wir danach. Dicker. Hab ich mir gedacht. Da. Eine Karte des gesamten Gebiets. Geist einsetzen. Eine Karte des gesamten Gebiets. Reload. Wir brauchen unbedingt einen Warp-Antrieb, damit wir zu jedem Planeten oder Mond springen können. Den meisten jedenfalls. Unsere einzige Hoffnung liegt am Fundort unseres Schiffs. Wir müssen zurück. Ich sehe es.
Ich sehe es. Hier geht es auch mal oben, unten, Mitte, geradeaus, rechts, links und überhaupt. Ist das nicht toll? Hat er gerade den Scheinwerfer automatisch angemacht? Yep. Wenn es duster wird, dann gibt es doch Scheinwerfer. Ich will nicht. Geronimo! Achso, ist keiner da. Hm. Ich will nicht runter. Ich bin aber schon unten. Müssen wir runter? Nein, müssen wir nicht. Ich will aber runter. Ich will runter. Ich nicht Gegner. Ist ja cool, mit so einem Scheinwerfer. Da sind die. Oh, böse, böse Wachse. Ich bin tot. Alter Schwede. Ein Schuss. Welcher Level war die? 18. Geweihter Akolyt. Der ist Level 18. Deswegen ein Schuss hat gereicht. Yay, ich Baby. Ich da jetzt nicht runter. Scheiße, ey. Das ist ja krass. Okay, das heißt, die Gegner leveln nach Gebiet. Hast du das falsche Gebiet, bist du am Arsch. Oh, okay. Wo bist du? Da, wo der Hüter war. Und da sind plötzlich Gegner. Das dürfen die gar nicht. Okay, muss man ja wissen. Wow. Also, wenn wir in bestimmte Gebiete dann einfach loslaufen, kann es sein, dass wir mächtig underpowered nur sind. Nur Waypoints nutzen, das würde ich mal sagen. Nur die Waypoints nutzen, nicht irgendwo links nach rechts gucken. Der hat aber wirklich nur Peng gemacht. Das ja, das war ein Schuss, ja, habe ich gesehen. Aber hier ist so rumpel, so... Ich will jetzt nicht bei dir sein. Okay, so. So, nun? Ja, rennen wir den Pfeil danach, oder? Ja. Weil wir haben ja gesagt, Waypoint. 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 Da geht's hoch. Ich hüpfe. Nein. Geht da von rechts? Wo ist für dich rechts? Ja, wir können die ignorieren, wenn wir wollen. Nö, es sind so unterallerige, die können wir mal. Oder auch nicht. Arschloch. Noch. Guck mal, schau. Ein reines Nahkampfspiel, glaube ich, hier. Ich muss mich irgendwie noch beschleunigen. Also bisher passt das eigentlich ganz gut mit Nahkampf, muss ich gestehen, aber... Ach, guck mal hier. Was denn? Dass eine Pflanze mal aufnehmen kann. Drehmetallplatten steht da, das ist doch keine Pflanze. Das, ja, sah aber aus wie eine Pflanze. Eine Drehmetallplatte als Pflanze? Gießt du die immer ordentlich? Ja, mit Rost. Streusel. Roststreuseln. Gibt es auch eine Fähigkeit, womit ich nachher meinen Hüpf hier verbessern kann? Ja, ich glaube, irgendwie sowas gibt es alles noch. Siehst du, ich brauche nur ihn fragen, er weiß das alles. Ich habe mich ja nicht. Was stellst du mir so komische Fragen denn auch? Gehen wir hier weiter? Ja. Ja, hier gibt es eine Kiste. Hm? Was, wie ein Vektoreid! Was ist das? Was kann das? Nein, ich drücke immer. Also, die Bedienung ist bei neuen Games ist jedes immer Mal. Immer anders, ja. Die kann ich ausrüsten. 18 zu 13. 13. Cooles Ding. Ritschratsch. Kann ich auch den anderen wegschmeißen, oder? Ich zerleg den. Ich habe den auch einen aufgenommen, der ist Level 3. Ja, ich Level 3 bin ich ja noch nicht. Das nutzt ja nichts. Okay, da sind wir wieder. Oh. Scanne nach dem Warp-Antrieb. Schlechte Neuigkeiten. Ist schon in gefallenen Händen. Hör doch mal auf zu labern. Wenn die labern, dann labern wir alle und dann labern wir. Oh, ich hab nix. Ich hab nix. Komm her. Doch, guck's. Hey. Duke. Ich hab einen Duke. Da steht Duke. 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 Ich hab den Duke-Typ. Aber ey, Einzelschuss sind ja auch schon komisch, ey. Yeehaw. Tja, hoffentlich bist du bereit. Wieder Einstieg eingeschränkt. Du hast eine Dunkelheitszone betreten. Wenn du, stand da unten gerade, wenn du drauf gehst, kommst du nicht wieder. Ja, super. Ganz toll. Da sind Dudes. Genau. Aua. Auf mich. Was soll das denn? Gegner würde ich mal von drauf vermuten. Auch aufgegangen, ey. Das ist ja, ja, meine geht ganz gut. Ich halte einfach drauf und dann sind sie weg. Ja. Nice, ey. In den Mauern! Dicker Mops. Ja. Der geht nicht auf.
Nicht hier. Bitte. Alter Schwede. Munitionsgrab oder was? Oh. Meine Energie ist gleich im Arsch. Ja, deswegen renne ich mal eben ein bisschen weg. So geht das. So geht das. Nur so geht's. Aua. Kommt ein Critical Hits. Ja. Oh oh. Ich muss mal kurz hier... Ich will wieder aufladen. Keine Munde mehr? Geil. Das ist natürlich bei meiner Einzelschussknarre nicht so gefährlich. Nein! Ich hab ihn drauf geballert. Warp-Antrieb gab's dafür. So, wo ist das Gesocks jetzt hin? Ey, alle überlegt? Das ist ja cool. Energie ist ja immer down, kann das sein? Level 3! Level up! Du hast gerade einen Archon erledigt. Ein Archon? Das könnte die Gefallenen schwer treffen. Und wir haben einen Warp-Antrieb. Jetzt können wir zum Mond. Ich muss dich zum Speicher bringen. Mission beendet. Was? 11 Sekunden? Wozu? Verbleibende Zeit, keine Ahnung. Warum so ein Zeitlimit hier? Was soll das? Wofür? Warum? Weswegen? Wohin geht's? Was? 0 Sekunden. Ah. Ich habe ein Gleiten, leere Läufer, irgendwas, bla, Fump. Machen wir das wie bei Diablo, ist am Ende nochmal ausrüsten oder was? Oh, diesmal habe ich präzise Kills 6 und du nur einen. Aber dafür Fähigkeiten-Kills habe ich 7, nur 6. Verdammt. Und mehr, insgesamt habe ich 23 zum Beispiel. Okay, verstehe ich nicht. Egal. Truppführer, Details. Aber du hast 155 davon, ich habe 145. Irgendwie hast du mich überholt jetzt. Vorhin hast du weniger, jetzt hast du mehr. Hm. Okay. Fortsetzen. Wenn ich jetzt Y drücke, verlasse ich die Gruppe. Ja, also muss ich fortsetzen und das dauert. Ich krieg... Plack hier am Daumen. Ladezeit, Ladescreen. Ah, das ist schon ein bisschen Ads, ey. Ah, okay, geht gleich weiter hier. Ich hab Feuer. Codefeuer und du hast Scout-Kettenpanzer. Typ 2. Ich hab noch eine Armschiene ab Level 3. Das kann ich auch gleich mal aus. Und eine Gun habe ich auch noch. Eine Pistole. Wieso findest du so viel? Das ist ja so wie bei mir in Diablo. Ja, ich hab diesen Loot-Schalter angemacht. Ah, und hab ihn mehr gemacht, weißt du. Ach so. Hast du nicht gemacht, oder was? Nee, verdammt, wo ist der? Hier so? Klick, klick, oder was? Hier am Schalter hier oben. Ach so, verdammt. Nee, hab ich nicht. Der geheime Schalter am Controller. Habe ich nicht. Loot ein. Zwischensequenz. Es gab eine Zeit, in der wir weitaus mächtiger waren. Doch das ist lange her. Bis der Reisende erwacht und seine Stimme erhebt, bin ich derjenige, der für ihn spricht. Du hast sicher viele Fragen, Hüter. Mit letzter Kraft erschuf der Reisende die Geister, um die zu finden, die sein Licht als Waffe führen können. Hüter, die uns beschützen und tun, wozu der Reisende selbst nicht mehr imstande ist. Was ist geschehen? Ich könnte dir von der großen Schlacht vor Jahrhunderten erzählen. Davon, wie der Reisende verletzt wurde. Oder von der Macht der Dunkelheit, seinem uralten Feind. Früher kursierten in der Stadt viele Geschichten,
die den Kindern Angst einjagen sollten. In letzter Zeit hört man keine mehr. Jetzt haben die Kinder ohnehin Angst. Die Dunkelheit kehrt zurück. Dieses Mal werden wir nicht überleben. Ihre Armeen umzingeln uns. Die Gefallenen sind nur der Anfang. Was kann ich tun? Schlage die Dunkelheit zurück. Die Hüter kämpfen auf und jenseits der Erde. Schließe dich ihnen an. Dein Geist wird dich führen. Ich hoffe, seine Entscheidung war weise. Sicher. Klar doch. Wir gehen es gemeinsam an. Episch. Haben's geschafft? Kommt gleich jetzt noch eine Animationssequenz? Ja. Ich will töten. Du weißt, ich hab so einen Drang. Geh auf Klo, wenn du dran hast. Der Tötungsdrang. Mein Gott, ey, das ist klar. So, jetzt machen wir ein auf Abo hier. Und irgendwie alle Folgen findet ihr hier. Und beim nächsten Mal metzeln wir dann nochmal so uns richtig durch. Also wir stehen immer noch am Anfang, also ihr habt noch ein paar Folgen vor euch. Freut euch drauf.